Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Far Cry 3. Ja, wir sind immer noch hier in Aminaki und ja, machen hier ein bisschen Party. Ich habe mir eine Stoppuhr hier hingelegt, damit ich auch ungefähr weiß, wie lange was denn geht. Ja, vielleicht sollte ich erstmal zum Fahrzeug. Ich will den Weg nicht zu Fuß laufen. Ich habe einen scheiß Funkturm reaktiviert. Jetzt übertreibt man nicht die Lage. Ja, wie viele Funktürme der reaktivieren konnte. Shit. Ja. Nee. Ein Funkturm. Also, ich frage mich auch, warum die jetzt nichts damit anfangen können. Der ist da auch nur hochgegangen und hat dann einfach so ein bisschen da was rausgerissen. So auf gut Glück. Ja, passt schon. Ah, oh, fuck, ist mir gegen mein Headset gekommen. Ja, passt schon. Ich reiß das raus und das da und das lege ich um und ich mach dies und ja, perfekt. Also ein Fahrtutorial brauche ich nicht. Ich bin ja der Fahrer in Person. Vor allen Dingen in dieser Ansicht. Ich glaube, ich tue das gerade was Falsches. Komm, das schafft er. Das muss ein Auto aushalten. Tiere besorgen. Aber welche? Ja, das ist ja jetzt Pillepalle, was ich hier machen muss. Das sollte man auch später machen, aber. Also das ist alles dieses ganze Heilungs-Crafting, Pflanzen-Gedöns-System ist richtig gut ins Spiel eingebunden. Also wirklich tatsächlich richtig geil. Lol, Alter. Also gut, du schaffst das. Lecker. Marie, schönes Wildschweinfell. So, hier liegt auch noch ein rotes Blatt. Und hier irgendwo müsste noch ein Wildschwein sein. Aber erstmal hier looten. Das ist auch ganz wichtig. Tich. Wo ist denn hier? Da. MP-Munition, sehr schön. So. Erstmal verbinden und. Ja, was kann man denn jetzt machen? Wo ist denn das Wildschwein, das zweite? Das brauche ich nämlich. Egal, erstmal blaue Pflanzen. So. Nehmen wir nochmal das eine oder andere grüne Blatt mit. Das sind die wichtigsten, weil aus dem macht man halt die Spritzen für Heilung. Und ohne die geht gar nichts. So, wo ist denn jetzt dieses verdammte zweite Wildschwein? Hallo? Komm. Der Kollegen erschossen. Kann ich auch noch erschießen, dann. Boah, ey, 4 Uhr morgens aufnehmen, das ist echt die schlauste Idee, boah. Es ist 4 Uhr. Was mache ich jetzt? Ich nehme nur eine Runde Far Cry auf, aber das Spiel macht hammermäßig Spaß. Also, auch da. Ich höre ein Wildschwein. Ach, da. Achso. Schon tot. Also, das Spiel macht unglaublich Spaß, meiner Meinung nach. Es ist einfach nur geil. Und deswegen, ja. Ach ja, kann ich auch Schnellreise machen, das ist auch ganz praktisch. Einmal so, zack. Und dann. Abracadabra. Man kann, also, man ist ja Open World. Man kann, also. Speichern kann man
nur wenn man nicht in der Mission ist, kann man freispeichern, und wenn man in der Mission ist, ist es mit Dings, mit Checkpoints, genau, das wollte ich sagen. Ja, und hallo Dennis. Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. Ja. Ach so, ja. Herstellung. Jetzt benutze die Pflanzen, um zwei Spritzen herzustellen. Gut, Jason. Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald, wenn du Glück hast. Nun, benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Ja, eine Sache noch. Das Tattoo auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Das ist ganz Besonderes. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tattoo lernst du eine Fähigkeit. Du kannst drei verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Ach so. Takedown, ja, der ist cool. Wir können uns das ja mal ansehen. Ach so, nee, Fail. Ich meine das natürlich so ansehen. Sehr cool gemacht, das ist nach immer gezeigt. Also es wird immer so gezeigt, wie das denn dann da ist. So ist gut, du wirst immer stärker. Ja. Jeder Fähigkeit wird das Tatau größer. Nimm noch eins. Was habe ich? Sprintschlittern oder Granaten abkochen? Ja, Granaten abkochen finde ich. Also es war auf der ersten Seite Granaten abkochen. Das hast du gut gemacht, Jason. Das ist so sinnfrei. Das Tatau. Hey, Philippe. Wir fahren zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Wie dumm ist der eigentlich? Komm, mir nach. Der ist ja intelligent wie Sau. Hängt noch am Telefon. Ey, Lisa, das ist ja Lisa, scheiße. Ja. Was ist das für ein Außenposten, wo sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rook Island findet. Vars-Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja, das ist gut. Party. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Vars. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Wer ist denn im Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel leben. Durch das Tatau werden sie dir vertrauen. Hör zu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Lisha befreien und meine Freunde finden. Und meinen Bruder. Das ist die einzige Chance, ihr Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Alles klar. Sorry, dass zwischendurch ein bisschen gehe. So wie du, war ich ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Speichern. Jason, Dennis hat dir das Tatau geschenkt. Jetzt musst du kämpfen. Du kannst dich schnell angreifen. Oh, ist das cool, ne? Da schlittert er so längs, ne? So. Lisa, ich komme. Es gibt was ganz Cooles, die Kamera, ne? Dann kann man Leute markieren. Es ist ganz praktisch, weil sie dann auf der Minimap angezeigt werden und. Ja, das steht zwar nicht im Tutorial, aber das, sowas lernt man halt. Ich habe in meinem Leben, was mir gerade auffällt, sehr wenig Story, also Let's Plays, so Story-Let's Plays gemacht. Also wirklich sehr wenig. Also, es ist... kaum, muss ich sagen. Wo ist denn? Oh, da ist noch einer. Blöde Kuh soll bloß die Klappe halten. So, vier Leute habe ich bis jetzt hier gesehen. Also, ich kann das versuchen auf Stealth-Weise oder halt voll
auf die Kacke draufhauen und dann von vorne, aber ich mach das lieber so ein bisschen stealthy. Heißt das so? Weil, finde ich cooler. Jetzt geht er da hinten rum, Alter. Im Ernst. Bist du blöd? Lalalalala. Dachte, ich hätte was gehört. Tja. Bist tot. Jetzt hörst du nichts mehr. Jetzt kann man sie halt alle der Reihe nach meucheln. Man kriegt auch mehr XP, wenn man dieses Geheim einnimmt. Also ohne, dass einen jemand entdeckt. Das geht ja auch. Jetzt mal gucken. Okay, das war Nummer 1. Und Nummer 2, nicht Nummer 1. Hä, was? Warum? Wo kommen die Leichen her? Ah, toll. Lisa, ich bin hier! Nicht, dass ich hier noch sterbe oder so. Wo ist er denn? Ach, da ist noch einer! Achso, jetzt habe ich Dales eingeschossen. Ups, fail. Ja, gut, das war jetzt natürlich nicht ganz so professionell. Ist der Außenposten befreit. Lisa, wo bist du? Wo bin ich eigentlich noch geduckt? Ich zieh doch nach, du. Ja, bevor ich hier erstmal nach Lisa suche, natürlich looten. Ja. Man kann auch die Leute looten, also einmal hin und dann. Oh, ein Fähigkeitspunkt erhalten. Coole Sache. Oh, eine Granate. Geil. Ich würde jetzt die Waffe wechseln. Ich wollte eigentlich die Leiche plündern, aber gut. So, was haben wir? Hier ist noch einer. Und ja, dann gehen wir mal zum Zielpunkt. Warum die das nicht selber machen können, frage ich mich auch. Aber alles wird wieder gut, Lisa! Sie sind alle weg! Du bist jetzt sicher! Oh Gott. Sie ist nicht hier. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was? Sie konnte fliehen auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Sie ist geflohen. Jason, du bist des Tatao würdig. Würdig, den Pfad des Kriegers zu nehmen. Ja. Wir haben einen deiner Freunde gefunden. Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst, da ist es sicher. Er erwartet dich bereits. Im Westen? Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funk dich an, wenn ich mehr weiß. Jason, na komm schon. Du hast dem Stamm imponiert. Ja, wäre cooler gewesen, wenn ich da... Wo muss ich jetzt hin? Wenn ich da so ein bisschen... stealthy durchgekommen wäre, aber nicht ganz. Naja. Okay, erstmal, ich weiß nicht warum jetzt. Erstmal hier rein. Hier gibt es nämlich so eine Geschichte. Memory Card. Und Geld. Und ja, diese Memory Cards sprechen eine Geschichte. So, erstmal Schnellverkauf. Alles, was man nicht braucht. Das kann man einfach mal kurz verkaufen. Mehr Kohle und. Auf jeden Fall Memory Cards sind dann so ein bisschen useless. Nicht useless, sondern eigentlich ganz cool. Wegen den Geschichten. Ob das jetzt mit den Gegenständen verwechselt. Moment. Wie lange läuft die Folge denn schon? 14 Minuten, ja. Da kann man nochmal eine. Oder nee. Diese beiden Missionen machen wir am besten in der nächsten Folge. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.